Ja, hallo und willkommen zurück. In diesem Video möchte ich zwei wichtige Erkenntnisse mit dir besprechen, damit wir uns im nächsten Video endlich daran machen können, Linearfaktoren zu bilden. Ja, die erste Aufgabe lautet, berechne diese Rechnung. Vielleicht kennst du dieses Zeichen schon von anderen Videos. Das hat der Markus, also einer von unserem Team, der eben auch Videos macht, der hat das erstellt und war so freundlich und nett, dass er das mit uns geteilt hat. Also danke Markus und schaut euch unbedingt auch sein Video an. Ja, und dieses Zeichen bedeutet, jetzt hast du die Zeit, um das Video zu stoppen, die Aufgabe selbst zu überlegen und erst dann wieder auf Play zu drücken und abzuchecken, ob eben dasselbe rauskommt. Ja, und ich glaube, du hattest jetzt genug Zeit, um diese Rechnung zu berechnen. Es kommt nämlich 0 heraus. Naja, denn ein Produkt ist genau dann 0, wenn mindestens ein Faktor 0 ist. Ja, was sind nochmal die Faktoren? Das sind diese Bestandteile dieser Multiplikation. Es kann eben eine Zahl sein. Es kann auch ein Wurzelausdruck sein, es kann auch eine Klammer mit drinnen viel mehr drin sein. Sie alle haben aber gemeinsam, dass sie mit anderen Faktoren eben multipliziert werden und so das Produkt ergeben, also das Ergebnis von dieser Multiplikation aus den Faktoren ist das Produkt. Und ein Produkt ist genau dann 0, wenn mindestens ein Faktor 0 ist, heißt, wenn eins der Faktoren 0 ist, dann ist das Produkt 0. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist, wenn das Produkt 0 ist, dann bedeutet das automatisch, dass zumindest eins von diesen Faktoren 0 sein muss. Denn sonst kommt als Ergebnis nicht 0 heraus. Um das Ganze zu veranschaulichen, also insbesondere das zweite. Naja, x ist gleich 0 heißt, x ist gleich 0. Genau. Aber wenn wir haben 2 mal x ist gleich 0, dann wissen wir aus unserem Produkt 0 Satz, dass wenn das Produkt 0 ist, muss eines, also mindestens eines der Faktoren 0 sein. Das heißt, entweder die 2 muss eine 0 sein, was nicht geht, weil eine 2 ist keine 0, oder eben das x ist die, also ist eine 0. Das bedeutet, aus dieser Gleichung geht hervor, dass x gleich 0 sein muss, damit diese Gleichung stimmt. Etwas anders schaut das Ganze aus, wenn wir haben y mal x ist gleich 0. Auch hier gilt, nachdem das Produkt 0 ist, muss mindestens ein Faktor 0 sein. In dem Fall kann es aber sein, dass y 0 ist, dass x 0 ist oder sogar, dass y und x 0 ist. Also das ist jetzt nicht festgelegt, aber zumindest x oder y muss 0 sein. Ja, das war die erste Erkenntnis und die zweite Erkenntnis. Wie heißen diese beiden Gleichungen? Du hast ca. 5 Sekunden Zeit. Genau, die obere war vielleicht einfach, das ist eine lineare Funktion. Die untere hier, das ist wahrscheinlich einfacher zu erkennen, wenn man diese Klammer auf der linken Seite ausmultipliziert und eben das Produkt sich anschaut. Ja, da kommt nämlich heraus x² minus 4x plus 4 ist gleich 0. Und da sieht man gleich, die höchste Potenz ist ja x². Das ist also eine quadratische Gleichung. Man sieht also, dass man eine quadratische Gleichung auch als Produkt von zwei linearen Faktoren darstellen kann. Und damit bin ich auch schon am Ende dieses Videos und ja, hoffentlich bis gleich im nächsten Video.